Danke, dass du mit mir einen geistlichen Impuls bedenkst. Wir brauchen in diesen Zeiten geistliche Impulse. Ich möchte dich bitten, für unsere Regierenden zu beten. Damit möchte ich heute anfangen. Wir müssen für die Regierenden beten. Sie sind in einer hohen Anspannung. Wir haben das gestern erlebt und vorgestern. Es tut mir ohne Ende leid. Man urteilt über sie. Ich möchte, das habe ich schon häufiger gesagt, nicht in ihre Haut stecken. Sie brauchen aber auch eine andere Führung, eine andere Leitung. Sie brauchen auch die Führung durch den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob du dich gut im Neuen Testament auskennst. 1. Timotheus Kapitel 2. Da steht etwas, was ganz, ganz stark mit uns verbunden ist, als Christen, als Gemeinde, auch als Präsenzgemeinde. Ich habe gleich einen Gebetskreis, aber nur einen kleinen. Wir müssen als ganze Gemeinde beten. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. In Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Muss ich das noch erklären? Das soll am Sonntag geschehen, das soll in der ganzen nächsten Woche geschehen, dass wir präsent, das ist nochmal ganz anders als am Bildschirm, dass wir präsent dafür beten. Erreiche ich dich jetzt emotional? Ich versuche es. Ich habe die Kamera extra etwas näher geholt, damit man mich besser sieht, damit ich kommunizieren kann. Wir driften in einem leeren Raum. Wir merken es beim Arbeiten, an dem mangelnden Feedback. Man merkt es an, auch wenn viele sich Mühe geben. Also die Pressebitte bedanken sich beinahe für jede Kleinigkeit. Das ist total nett, sehr liebenswert. Aber wir müssen uns sehen. Gemeinde muss sich sehen. Leib Christi muss zusammenkommen und geht dann natürlich wieder auseinander. Aber auch in der Identität. Ich habe mich sehr gefreut, dass einige Konfirmanden und Konfirmandinnen am Sonntag mit ihren Eltern in der Kirche waren. Dass sie gesagt haben, wir gehen wieder hin. Wir gehen hin, weil das was anderes ist als am Bildschirm. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, diese Angst zu überwinden. Ich muss gerade überlegen, das steht in 1. Johannes. Moment, lass mich überlegen, wo es steht. Ich habe es gefunden. 1. Johannes 4, Vers 18. Wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Der Bezug ist hier zwar, wenn ich mich recht entsinne, das Gericht Gottes, dass wir vor Gott keine Angst mehr haben, sondern dass wir wissen, dass sein primäres Moment, seine primäre Motivation Liebe ist und dass erst da, wo er enttäuscht ist, er zum Zorn findet, und diesen Zorn über Jesus ausgießt am Kreuz und Jesus eben davor an Gethsemane Angst hat. Wir müssen Gott ernst nehmen, natürlich. Aber Paulus hat auch gesagt, wir sollen mit Kraft, Liebe und Besonnenheit handeln. Und diese Kraft gehört auch dahin, dass wir miteinander ringen um Gebet, um Gestaltung von Gemeinde, um Identität in Christus, die sich dann auch überall zeigen kann. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass zurzeit die Corona-Bekämpfung einen beinahe religiösen Status bekommt. Dass es sich alles darum dreht. Mein Leben dreht sich um Jesus Christus. Mein Leben dreht sich um die Hoffnung, die er gibt. Und ich möchte dich einladen, nein, ich lade dich ein, dass dein Leben sich auch um diese Kraft Gottes dreht, dass du dort beheimatet bist, dass du dieses Evangelium verkündigen kannst, dass wir uns als Leib Christi verstehen, die zusammenhalten, die zusammenkommen und die Gott loben und preisen. Ich suche zurzeit nach Möglichkeiten und habe schon eine Menge Ideen, ich habe das schon den Presbytern vorgeschlagen, wie wir in den kommenden Tagen, in der ganzen Karwoche und Ostern, wie wir Gottesdienste feiern werden. Ich hoffe, dass Sie sich dazu ermutigen lassen, dass wir es in Präsenz machen. Ich möchte selbst nach Klaasmühle fahren und von mir aus draußen vor der Kirche einen 20-minütigen Gottesdienst machen, ohne Musik meinetwegen, sondern dass alle kommen können
Und dass wir Ostern feiern, Auferstehung feiern, dass wir uns ermutigen lassen, dass wir feiern, dass Jesus den Tod besiegt hat. Das, was mit Kain angefangen hat, der seinen Bruder Abel totgeschlagen hat, der ihn totgeschlagen hat und sich damit angemaßt hat, über das Leben zu verfügen, das hat in Jesus am Kreuz seine Spitze gefunden, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, weil Menschen ihm das Leben genommen haben. Dietrich Bonhoeffer schreibt, dass an dieser Stelle die Menschheit zum ersten Mal gestorben ist, mit Jesus am Kreuz, und dass wir neue Schöpfung sein sollen. Das müssen wir feiern, damit müssen wir umgehen. Das müssen wir Wege finden, und Gottlob, ich kenne keinen einzigen Fall, wo in einer evangelischen oder auch katholischen Kirche meines Wissens jemand krank geworden ist oder sich angesteckt hat aufgrund der mangelnden Hygiene. Das ist woanders passiert. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es: Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen Wege umzukehren. Das müssen wir verkündigen. Dazu müssen wir uns zusammenschließen. Dazu brauchen wir Gottes Kraft. Er tut das Wesentliche. Aber wir wirken daran mit. Gottlob. Dafür dürfen wir dankbar sein. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Alles Gute.